Wie viel Zeit bleibt meinem Vater noch? Ich werde überhaupt nicht im Weg. Ja, ja. Jetzt sei nicht beleidigt. Ehe du dich versiehst, bin ich mit dem Wasser wieder hier. Und dann kann unser Vater in aller Ruhe entscheiden, wie man die Krone geben will. Ah, darum geht es hier. Unsinn. Vater soll wieder gesund werden. Das ist alles. Ihr solltet auf keinen Fall vom Weg abkommen, wenn ihr durch den Düsterwald reitet. Ich brauche keine Ratschläge eines Bediensteten. Ich bin sehr gut anhaltsbereit. Alles gut? Ein neues Elixier zusammengemixt. Vielleicht kann das eurem Vater helfen. Was ist denn da drin? Krötenleber, Katz. Ich bin ein Teil der Mächte des Guten. Das ist die Kraft, die auch das Wasser des Lebens in die Welt gebracht hat. Wenn ihr zum verwunschenen Schloss kommt, müsst ihr den Löwen mit der Hand füttern. Sonst kommt ihr nicht hinein. Es gibt da einen Löwen? Oh ja. Und jemanden, den ihr nur mit Hilfe eurer Lippen sprechen könnt. Wie denn sonst? Aus Meer kann man manchmal mit einem Handgriff weniger machen. Verstehe ich nicht. Merkt euch, was ich sage. Dann werdet ihr schon verstehen. Wenn es eng wird, solltet ihr wissen, dass die Sache einen Haken hat. Was? War das auch ein Hinweis? Soll ich mir das merken? Es gibt 3 Prüfungen. Vergiss das nicht. Hör auf die Glocke. Auf die Glocke hören. Ja. Woher wisst ihr das alles? Oh, ich weiß vieles. Dann wisst ihr vielleicht auch, wo mein Bruder ist. Prinz Falk. Euer Bruder glaubte schon alles zu wissen. Ich konnte ihm leider nicht helfen. Vermutlich ist er für die Mächte des Bösen zugänglicher als für mich. Mit der Hand füttern. Hallo? Prinzessin Friederike. Prinzessin Friederike. Jemand, den ihr nur mit Hilfe eurer Lippen sprechen könnt.
Ich werde dich jetzt küssen, ja? Ich habe gefragt und du hast nichts gesagt. Ja, wie denn auch? Ich habe ja geschlafen. Ja, das war aber ein ziemlich tiefer Schlaf. Ja, tief und lang. Diese Kerze, die braucht 3 Jahre, um herunterzubrennen und sie war so lang. Dann hast du 1 Jahr lang geschlafen? Das Schloss. Mein Volk. Wer bist du überhaupt? Wo kommst du her? Wie kommst du hier rein und was willst du? Antwort 1, ich bin Prinz Lennart. Antwort 2, ich komme aus dem Königreich in dem Düsterwald. Antwort 3, ich habe den Löwen mit der Hand gefüttert. Und Antwort 4, was war nochmal die 4. Frage? Was willst du hier? Ja, richtig. Ich will etwas vom Wasser des Lebens. Wofür? Mein Vater ist sehr krank. Und ich habe gehört, das Wasser hat magische Kräfte und kann ihn heilen. Stimmt das? Ja, das stimmt. Aber das ist nicht so einfach, wie du denkst, fürchte ich. Mein Vater wird sterben ohne das Wasser. Über das Küssen reden wir noch. Ich hab dich nur geküsst, weil ich dich wecken wollte. Ah, wirklich? Nur deshalb? Gehen wir jetzt zum Wasser des Lebens? Ja, aber du musst vorher 3 Prüfungen bestehen, um den Fluch zu durchbrechen. Aber ich habe nicht viel Zeit. Du hast sogar noch weniger Zeit, als du denkst. Wenn du beim 12. Schlag der Glocke nicht wieder durch das Tor gegangen bist, dann schlafe ich wieder ein. Und du wirst ein Teil dieses Schlosses und kommst nie wieder raus. Das ist der Fluch. Wenn du es allerdings rechtzeitig schaffst, dann ist der Fluch besiegt. Was meinst du eigentlich damit? Ich werde ein Teil dieses Schlosses? Das wäre mal meine Zofe, Magda. Du machst Witze, oder? Hier fließt das Wasser des Lebens. Hier fließt schon lange nichts mehr. Die Mächte des Guten haben meinen Vorvorvorfahren diesen Brunnen anvertraut. Und die Mächte des Bösen haben das Reich mit einem Fluch belegt und den Brunnen ausgetrocknet. Siehst du den dunklen Rauch? Daran erkennt man die Anwesenheit der Mächte des Bösen. Warum haben sie den Brunnen ausgetrocknet? Das Wasser des Lebens kann sogar stärker sein als der Tod. Dadurch kann es die Pläne der Mächte des Bösen durchkreuzen. Und darum haben sie das Reich mit einem Fluch belegt und den Brunnen verdorren lassen. Es hängt von dir ab, ob sich daran etwas ändert. Was muss ich tun? Ganz genau weiß ich das auch nicht, aber du musst zuerst diese Steinplatte da reindrücken. Aufgabe läuft. Du hast nur einen Versuch. Wie viel Zeit habe ich denn? Ja, beeil dich lieber, komm! Thank you.
Verbrechen ist falsch. Also das hatte ich mir schwieriger vorgestellt. 758 plus 32 ist 790. Ich muss also eigentlich nur... Warte, hier steht etwas. Nur ein Versuch ist dir gegeben, ein einziges Holz ist zu bewegen. Was, wie soll das denn gehen? Ich weiß es nicht. Das ist unmöglich. Nein, du schaffst das. Aus mehr kann manchmal mit einem Handgriff weniger werden. Plus heißt mehr. Und wenn ich ein Holz wegnehme... Ja, wird Minus daraus. Weniger. Du hast nur noch ein paar Sekunden. Ja. 758 minus 92. Du hast es geschafft, Lennart. Hineinwerfen. Du hast noch eine Stunde für die anderen beiden Aufgaben. Da drin wartet die zweite Aufgabe. Mehr weiß ich auch nicht. Friederike? Lennart? Geht's dir gut? Es war einmal. Es war einmal. Es war einmal. Mich. Such unter der Decke. Hier ist nichts. Unter der Decke, unter der Decke, unter der Decke. Festdecke. Was ist mit diesem Bild? Wenn es eng wird, solltet ihr wissen, dass die Sache einen Haken hat. Einen Haken. Einen Haken. Die Sache hat einen Haken.
zitterst du am ganzen Leib. Du auch. Ich habe mir Sorgen gemacht. Was ist die dritte Prüfung? Das ist die schwerste von allen. Was muss ich tun? Ich weiß nur, dass du den Mächten des Bösen begegnen wirst. Du bist klug und mutig. Und du hast ein gutes Herz, du schaffst das. Woher weißt du das? Ich spüre das. Hier. Du musst unbedingt vor dem 12. Glockenschlag durch das Tor gegangen sein. Ich weiß. Vater! Der König ist vollständig genesen. Es ist ein Wunder! Lennart, ich fühle mich wie neu geboren. Aber wie ist das möglich? Innen war ich doch noch... Ich hab dir mein Leben zu verdanken. Mir, aber wieso? Ja. Du warst auf dem verwunschenen Schloss und hast die 3 Prüfungen bestanden. Und das hat mich geheilt. Wirklich? 3? Ich bin sehr stolz auf dich, mein Sohn. Und deine Mutter, die wäre das auch. Ich war in dem verwunschenen Schloss, bin durch die Tür gegangen und... Vater, ich habe gehört, ihr seid vollkommen genesen. Ja, so ist es. Mein kleiner Bruder ist ein Held. Wo warst du, Falk? Du bist nicht zurückgekommen, als du... Ich habe es leider nicht geschafft bis zum verwunschenen Schloss, aber Gott sei Dank hast du mehr Glück gehabt. Nein, ich habe es noch nicht zu Ende gebracht. Natürlich hast du das. Hört ihr das? Ich höre nichts. Ich auch mit. Das ist die Glocke von Friederikes Schloss. Ich höre die Glocke, Lennart. Das hier ist eine Falle. Du musst völlig erschöpft sein von dieser anstrengenden Reise. Ja, du brauchst schließlich Kraft für die Krönung. Welche Krönung? Na, deine. Ich werde dich morgen zum König ernennen. Das habt ihr euch verdient, eure Hoheit. Ich soll König werden? Aber ja, mein Sohn. Lennart, das ist ein Trick! Fall nicht darauf rein! Du musst todmüde sein. Schon. Es sind 3 Prüfungen. Hör auf die Glocke. Ja, das hier ist die dritte Prüfung! Das hier ist die dritte Prüfung. Vater ist gesund, mein Bruder verbeugt sich vor mir, ihr umarmt mich und sagt, ich sei ein Held. Aber das bist du doch, mein Sohn. Absolut. Du bist nicht mein Bruder. Und du bist nicht mein Vater. Ihr seid beide nicht echt, ihr seid Geschöpfe der Mächte des Bösen und wollt mich daran hindern, rechtzeitig das Schloss zu verlassen. Wovon redest du? Du brauchst nur ein bisschen Ruhe und bleibst jetzt hier. Geh mir aus dem Weg! Ich hab dann gespürt, dass du da bist. Wie oft hat die Glocke schon geläutet? 7-mal. Thank you.
war der 9. Schlag. Wir müssen los. Nein. Ich muss noch hierbleiben und mein Volk von dem Fluch befreien. Aber ich gehe nicht ohne dich. Oh doch, das wirst du. Siehst du diese Steinplatte? Jemand muss darauf stehen, sonst öffnet sich das Tor nicht. Dann kannst du nicht gehen und dein Vater wird sterben. Ich komme wieder. Und dann heiraten wir. Da muss man auch vorher fragen. Willst du? Also das ist jetzt wirklich ein schlechter Zeitpunkt. Ja. Ja, und jetzt lauf, sonst schaffst du es nicht mehr. Jetzt kann ich alles schaffen. Prinzessin Friederike. Magda, es ist vorbei. Der Fluch ist beendet. Komm. Ja, komm, die anderen da. Ich bin's, Lennart. Hier, trink. Was ist passiert? Wo bin ich? Lennart. Du? Falk. Wie geht's dir? Gut. Sehr gut sogar. Ich verstehe nicht. Ich bin die Schlucht runtergefallen und... Ich hab dir hiervon was gegeben. Hier, nimm noch einen Schluck. Was ist das? Das Wasser des Lebens. Es funktioniert. Du hast das Wasser des Lebens geholt. Ja, damit werden wir das Leben unseres Vaters retten können. Lass uns am besten keine Zeit verlieren. Er wird dich zum König machen. Das ist mir völlig egal. Hauptsache, er wird wieder gesund. Ja, du hast recht. Ja. Natürlich. Ich hole das Pferd.
Wie geht es ihm? Ich habe ihn am Leben halten können, aber... Gleich wird es dir besser gehen. Das hier ist das Wasser des Lebens. Gleich gesagt, dieses Wasser des Lebens hat nichts mit Medizin zu tun. Ich hab doch nur... Ah! Ich fühle mich noch elender. Mein Magen... Ich wollte mich umbringen. Oh Gott, das geht zu Ende. Aber bei Falk hat es gewirkt. Hier. Ich habe das Wasser des Lebens geholt, Vater. Trink und es wird dir besser gehen. Komm her. Was ist, Vater? Das ist ganz erstaunlich. Ich fühle, wie die Kraft zurückkommt. Unglaublich. Normaler Puls. Kein Fieber mehr. Das habe ich dir zu verdanken. Falk, du hast mir mein Leben gerettet mit deinem Wasser des Lebens. Ich könnte doch nicht tatenlos zusehen, wie du stirbst, Vater. Komm her, mein Junge. Oh, du hast mich nicht enttäuscht. Du wirst ein guter König werden. Aber Vater, ich habe das Wasser des Lebens aus dem verwunschenen Schloss geholt. Ja, mit diesem Dreckszeug hier, was mich was vergiftet hätte, Lars. Ich habe Falk damit das Leben gerettet. Helena. Naja, das würde ich jetzt so nicht sagen, aber war ganz nett, dass du mich mit deinem Pferd mitgenommen hast. Oh, Vorsicht, Majestät! Seid euch dringend noch ein wenig schonen. Vielleicht noch ein wenig Schlaf. So. Sei unbesorgt, Vater. Das Königreich ist in guten Händen. Ja. Woher hast du das Wasser in der Flasche? Gefunden. In der Schlucht. Und warum hast du es nicht getrunken, als du verletzt warst? Ich wollte jeden Tropfen davon für Vater aufheben. Davon hast du gar nichts erzählt. Ich wollte dir die Chance geben, ihm das Leben zu retten. Du warst ja so davon überzeugt, es zu können. Ich glaub dir kein Wort. Du hast das Wasser ausgetauscht. Das hier ist Brackwasser aus der Schlucht. Warum hätte ich das tun sollen? Weil du unbedingt König werden willst. Komm schon, Lennart. Sei ein fairer Verlierer. Ich werde dir auch einen richtig guten Posten verschaffen. Nicht nötig. Ich werde jetzt zu Vater gehen und ihm alles erzählen. Mal sehen, ob er einen Lügner zum König machen will. Lennart? Lennart? Lennart! König schläft. Ich muss aber mit ihm reden. Jetzt nicht. Er ist immer noch sehr schwach und braucht dringend Ruhe. Ich befürchte einen Rückfall. Lass ihn schlafen, oder willst du nicht, dass er wieder gesund wird? Wann kann ich ihn sprechen? In ein paar Stunden. Frühestens. Und so lange werde ich hierbleiben und niemanden zu ihm lassen. Das Schloss. Es ist wieder von seinem Staub befreit. Und... es strahlt schöner als jemals zuvor. Gut. Dann kann ich mich aus dem Weg machen. Wo wollt ihr denn hin? Vater. Vater. Was? Falk, ich hatte gerade so schön geträumt. Sie ist sehr wichtig. Ihr müsst sofort handeln. Oh. Worum geht's denn? Es geht um Lennart. Ich befürchte, er wollte euch umbringen. So Unsinn. Dieses Gebräu hätte euch fast getötet. Falk. Warum hätte Lennart mich dann umbringen sollen? Um König zu werden.
Aber wer von euch beiden den Thron bekommt, das hat sich doch noch gar nicht entschieden. Ich befürchte, er will auch mich umbringen. Dann wäre der Weg für ihn frei. Lennart. Habt ihr gesehen, wie er mich angeschaut hat? So voller Zorn? Ja. Vielleicht was Blankes. Aber er ist doch ein Bücherwurm. Er ist kein Mann der Tat. Hm? In Büchern stehen die schlimmsten Dinge. Hier. Das habe ich in seinem Zimmer entdeckt. Ein Buch mit allen Giften dieser Welt. Und da standen Glaskolben und Apparaturen. Es hat gedampft und gequalmt. Ja, was hat das zu bedeuten? Lennart ist gefährlich. Ja, möglich. Er wird es wieder versuchen. Wer weiß, ob wir dann alle überleben werden. Du musst sofort handeln. Ja gut, ich könnte ihn aus dem Reich verbannen. Wer weiß, ob das reicht. Er könnte zurückkommen, um zu beenden, was er angefangen hat. Was schlägst du vor? Bedenke, du wirst bald König. Der Jäger geht mit Lennart in den Wald. Ein Schuss. Und wir sind für alle Zeiten sicher. Ich soll ihn töten lassen. Es ist der einzige Weg. Bist du still, Baldur? Ist irgendwas? Wir sind auf der Jagd. Da ist man besser still. Lasst uns in den Wald reiten. Dort werden wir Fasane finden. Nicht in den Wald. Da kann ich euch nicht sehen. Ich habe keine Lust, einen Fasan zu schießen. Prinz Lennart, ich muss euch was sagen. Ich sollte mit euch hier rausreiten, um euch zu töten. Was? Euer Vater gab mir den Befehl. Er fürchtet, ihr würdet sonst ihn töten, ihn und Prinz Falk. Oh, das hat mein Bruder ihm eingeredet. Wir müssen sofort zurück, dass ich meinem Vater die Wahrheit sagen kann. Er wird euch nicht glauben. Und ihr könnt nicht beweisen, dass Prinz Falk das Wasser vertauscht hat. Du glaubst mir? Ich traue Prinz Falk vieles zu. Dann wirst du mich also nicht erschießen. Ich werde einen Schuss abgeben, damit es so aussieht, als hätte ich den Befehl ausgeführt. Dann werden alle denken, ich sei tot. Und ich kann nie wieder zurück. Aber ihr werdet leben. Warum tust du das für mich? Ihr wart immer gut zu mir. Freundlich. Habt mir zugehört, wenn ich was zu sagen hatte. Ganz anders als euer Bruder. Wir sehen uns wieder. Thank you.
Was habe ich nur getan, Elena? Ihr habt es geschafft, Prinz Lennart. Zypher! Ihr habt die Mächte des Bösen besiegt und das Wasser des Lebens wieder zum Sprudeln gebracht. Ohne eure Hilfe hätte ich das nicht geschafft. Es war nur ein Kampf, den wir gewonnen haben. Es ist noch nicht vorbei. Ich weiß, was euer Bruder getan hat. Bei ihm wirken die Mächte des Bösen. Diesen Kampf hat er gewonnen. Ich kann nicht mehr zurück. Doch, das könnt ihr. Ihr müsst sogar. Nein. Ich reise zu Friederike. Soll Falk doch König werden? Nein, das darf nicht passieren. Euer Bruder würde das ganze Reich ins Unglück stürzen, Jahre voller Krieg, Vertreibung und Elend legen vor eurem Volk. Die Mächte des Bösen dürfen nicht auf den Thron. Ich habe Friederike versprochen, zu ihr zurückzukehren und sie zu heiraten. Vertrau mir, Lennart. Es wird alles gut, wenn du zurückreitest. Und nur dann. Meine Kraft wird bei dir sein. Lennart! Ihr lebt! Leise! Und lass das! Ich will nicht, dass mich jemand erkennt. Ich sag nichts. Kannst du mir dabei helfen? Ja. Jetzt? Ach, jetzt! Ja. Ich habe eine Idee. Es ist gut, dass das Wasser des Lebens wieder fließt. Kennen wir uns? Ich kannte eure Vorfahren. Wie kann das sein? Dann habt ihr das Wasser des Lebens. Ihr solltet euch beeilen. Reitet so, dass das Moos der Bäume immer auf der rechten Seite ist. Ihr wisst doch gar nicht, wo ich bin. Mein Volk, wie ihr alle wisst, bin ich von einer schweren Krankheit genesen. Weil aber meine Kräfte noch nicht vollständig wiederhergestellt sind, möchte ich mich kurz fassen. Mein Leben verdanke ich meinem Sohn Falk, der hier und heute mein Nachfolger wird. Hiermit ernenne ich dich zu König Falk dem Ersten
Verzeiht, wenn ich störe. Ich bin Prinzessin Friederike und ich wollte mich nur bei eurem Sohn bedanken. Er hat mich und mein Reich befreit vom Fluch der Mächte des Bösen. Und er hat das Wasser des Lebens wieder sprudeln lassen. Und er hat mir einen Heiratsantrag gemacht, den ich angenommen habe. Vater, die Krone. Eine Hochzeit und eine Krönung. Aber davon hast du mir gar nichts gesagt, mein Sohn. Das ist doch wunderbar. Kommt herauf, Prinzessin Friederike. Ihr sollt an der Zeremonie teilnehmen. Dies ist nicht der richtige Moment. Ich sollte es einen besseren Moment geben. Du wirst König und bald auch noch Gemahl. Das vertreibt meine düsteren Gedanken ein wenig. Ihr könnt nicht ahnen, wie es mich freut zu hören, dass mein Sohn Falk nicht nur ein großer Held ist, sondern ein so gutes Händchen hat bei der Wahl seiner Frau. Nein, das ist ein Missverständnis. Ich habe nicht von Prinz Falk gesprochen, sondern von Prinz Lennart. Lennart? Ja? Vater, wir sollten die Zeremonie beenden, solange es noch hell ist. Euer Sohn war unglaublich. Er hat furchtlos gegen die Mächte des Bösen gekämpft. Und er hat gewonnen. Er ist ein Held. Lennart. Lennart hat das Wasser des Lebens geholt. Nein, Vater, das war ich. Verzeiht, aber euch habe ich noch nie gesehen. Wo ist Lennart denn? Vater, wir sollten jetzt wirklich... Schweig! Du hast mich betrogen. Und wegen dir habe ich meinen eigenen Sohn. Das wirst du büßen. Am Galgen! Nein! Lennart. Hier geblieben! Ihr wollt doch die Zeremonie nicht verpassen, oder? Mein Sohn, ich kann dir gar nicht sagen, wie glücklich ich bin, dass du lebst. Hatten wir nicht ausgemacht, ich komme zu dir? Ich war schon auf dem Weg. Denkst du vielleicht, ich sitze in meinem Schloss und warte auf den Prinzen? So ein Mädchen bin ich nicht. Ich weiß. Aber wenn ich ungelegen komme, nein, dann... Nein. Das trifft dich sehr, sehr gut, dass du da bist. Den Eindruck habe ich auch. Lennart. Kannst du mir vergeben? Ich war ein Narr, ich habe mich von deinem Bruder täuschen lassen. Es tut mir aufrichtig leid. Ich vergebe dir. Einen Augenblick bitte. So. Hiermit ernenne ich dich zu König Lennart dem Ersten. Du bist ein guter König. Das spüre ich. Ich bin sehr stolz auf dich und deine Mutter wäre es auch. Als meine erste Amtshandlung begnadige ich meinen Bruder Falk. Statt dem Galgen wartet die Arbeit als Stallbursche auf dich. Gunther wird dein Meister und kann dir alles erklären. Hör auf ihn. Wer ist Gunther? Als meine zweite Amtshandlung ernenne ich Baldur zu meinem persönlichen Freund auf Augenhöhe. Und jetzt will ich endlich meine Braut küssen. Du willst doch noch, oder? Heiraten oder küssen? Beides. Siehst du, das war jetzt ein guter Zeitpunkt. Ja.